Zwei Klassen der Volksschule Dornbirn-Schoorn folgten in der letzten Schulwoche im Schuljahr 2014-2015 der Einladung der Silvretta Montafon zum Geocaching am Hochjoch, einer modernen Schatzsuche mit GPS-Geräten. Gemeinsam mit den Geocaching-Guides Manni, Tamara, Max und Sophie fuhren die knapp 40 Kinder der dritten Klasse mit der Hochjochbahn auf das Kapell, um sich in Graf Hugos bunter Bergwelt, in der Hüpfburg, der Slackline oder den Schaukeln auszutoben. Anschließend ging es ausgerüstet mit GPS-Geräten, den passenden Aufgaben auf Kärtchen und in fünf verschiedenen Gruppen auf die Montafoner Almwiesen und Wälder, um den magischen Bergkristall zu finden. Kinder lernten spielerisch in der Natur Lehrinhalte kennen. Es war quasi Sachunterricht live. Sie entdeckten, erforschten, waren in Bewegung und setzten alle ihre Sinne ein. Bei jeder erreichten Tafel musste ein Rätsel gelöst werden. Das ergab dann die nächsten Koordinaten. Nach rund 1,5 Stunden erreichten die Kinder der Volksschule Dornbirn-Schoorn die Mittelstation Kropfen. Von dort aus ging es mit der Hochjochbahn wieder in Graf Hugos bunte Bergwelt, wo die richtige Zahlenkombination in einer Schatztruhe eingegeben werden musste. So bekam jeder seinen eigenen Bergkristall im Tausch mit dem GPS-Gerät. Im Anschluss an die erfolgreiche Schatzsuche wartete auf die Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrerinnen und Begleitpersonen im Kapellrestaurant eine kleine Stärkung. Bevor am Nachmittag der Zauberer Martin seine Zaubertricks vorführte und alle völlig verblüffte. Die Kids waren vom ereignisreichen Tag absolut begeistert. Als erstes haben wir auf die Hüpfburg dürfen, dann haben wir Reifen holen dürfen und dann haben wir Arbeit holen dürfen. Da hast du GPS-Gerät und dann musst du immer was eingehen und dann musst du eine Route nachlaufen. Wir sind gewandert und sind durch den Wald gelaufen und dann Spaß hier. Mir hat gut gefallen, wo wir runtergelaufen sind und da die mit dem GPS da den Weg zu finden. Wir haben so Tafeln suchen müssen mit einem Gerät. Man hat Rätsel lösen müssen. Ich habe Kühe probiert zum Streicheln. Ich habe die Hand immer so führen da. Einmal ist ein Kunde hier, aber dann ist sie, wo ich einen Schritt gemacht habe, weggegangen. Ich treffe nicht so oft Kühe. Und das ist ganz besonders. Das Graf Hugo Geocaching findet täglich von Juli bis Mitte September statt und ist eines der vielen Highlights des Sommerprogramms. Und der Zauberer Martin Canet tritt im selben Zeitraum 2-mal pro Woche in der Silvretta Montafon auf. Mehr Informationen unter silvretta-montafon.at.